Heyo Leute, Crymax hier und in diesem Video würde ich sagen, treffen wir uns mal wieder mit dem GTA-Mädchen. Ihr habt es euch gewünscht, dass wir mal wieder was mit dir machen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute. Ich bin übrigens gerade auch in meinem Büro unterwegs. Letztes Mal, als wir das GTA-Mädchen kennengelernt haben, sie hat uns ja direkt nur nach dem Auto gefragt, hat nach Geld gefragt und so weiter und so fort. Ich war mir echt nicht ganz sicher, aber Leute, ihr habt es euch gewünscht. Wir treffen uns heute mit dem Mädchen wieder, mit Kimmy, besser gesagt. Sie hat ja auch einen Namen. Perfekt, ist jetzt auch gerade Sonnenuntergang. Ich glaube, damit, das können wir gut verbinden mit so einem romantischen Date. Ich würde sagen, ich rufe sie einfach mal an, oder Leute? Wir rufen sie einfach mal an. Zum Glück haben wir ja am Ende von der letzten Folge die Nummern ausgetauscht. So, Mann, Mädchen, geh an dein Handy. Leute, wofür haben Frauen Handy, wenn die nicht dran gehen? Besetzt. Alles klar. Sie legt einfach auf. Hat sie gerade wirklich einfach aufgelegt? Letztes Mal hat sie noch übelst Bock gehabt. Wir waren uns nicht sicher und jetzt rufen wir sie an. Und die Leute, immer das Gleiche mit den Frauen, ne? Warte, wir fahren einfach mal kurz zu, ja, würde ich sagen. Krass, Mann. Hat Kimmy gerade wirklich einfach aufgelegt? Ey, das darf nicht wahr sein. Ich werde gleich mal auf der Karte schauen, wo sie sich befindet. Erstmal schnappen wir uns unser Auto. Können wir mal schauen. Ich will sie mal zur Rede stellen, warum sie uns jetzt ignoriert, Mann. Letztes Mal wollte sie noch unbedingt Date haben, wollte mein Auto haben, wollte bei uns schlafen. Sie wollte sogar bei uns im Büro schlafen, Leute. Was geht ab, Mann? Beim Golfplatz. Sie ist gerade beim Golfplatz. Wahrscheinlich, so wie ich sie kenne, schaut sie da wieder nach irgendwelchen anderen reichen Typen im Golfplatz. Das ist Kimmy, Leute. Aber okay, ich will mich jetzt nicht zu sehr aufregen. Vielleicht hat das auch irgendeinen anderen Grund, dass sie irgendwie nicht ans Handy gegangen ist. Keine Ahnung. Das wäre jetzt schon ziemlich frech auf jeden Fall. Da ist sie. Hallo? Hey. Hallo, Kimmy? Hallo. Warum gehst du nicht an dein Handy ran? Ja, da war gerade so ein Typ, der mich ausgeraubt hat und ich konnte halt nicht anrufen, beziehungsweise den Anruf ablehnen. Du wurdest gerade ausgeraubt. Ja. Ach komm, erzähl mir doch nichts. Ja, was soll ich sagen? Du wurdest gerade so ein Typ im schwarzen Auto. Typisch, sag mir, komm, wer war das, ey? Niemand zieht hier meine Perle ab. Wer war das? Hier oben der Typ oder? Ich weiß komm, nicht. Steig ein. Ey! Jetzt weiß ich, wer es war. Okay, Leute, das gibt Rache. Siehst du, wo der auf der Karte gerade ist? Nee. Da ist er, der fährt da gerade weg. So, meine Freunde, wir haben Kimmy jetzt im Auto dabei und ey, Kimmy, es tut mir mega leid, dass du gerade einfach ausgeraubt wurdest, dass der Typ dir dein Handy geklaut hat und ey, was glaubt der, wer er ist, man? Kann hier einfach meine Perle abschießen, ey. Aber den schnappen wir uns noch. Weißt du, nein, ich will jetzt hier nicht den anderen Typen jagen. Weshalb ich dich eigentlich anrufen wollte, Kimmy, ist. Warte mal, ich fahr mal kurz hier hoch. Im Auto ist. Ich glaube, im Auto sollte man das nicht so machen. Weshalb ich dich eigentlich angerufen habe, ist, und zwar letztes Mal hast du ja gefragt, ob wir uns vielleicht nochmal treffen könnten. Ja, ich wusste ja letztes Mal nicht so genau, weil, weißt du, du hast mich einfach ein bisschen verunsichert dazu, weil du nur auf mein Auto und nach meinem Geld und so gefragt hast. Ja, ich wollte auf jeden Fall fragen, ob du Bock hast, dich vielleicht jetzt nochmal mit mir zu treffen, so. Date-mäßig. Ja? Gerne. Oh, gut, das freut mich, dass du da noch Lust drauf hast. Dann würde ich sagen, ich habe mir schon was Gutes für dich überlegt, ne? Es ist perfekt, dass jetzt auch gerade dunkel wird. Dann machen wir jetzt was Schönes. Komm, steig mal ein. Erfahre ich denn, was wir machen, oder ist das eine Überraschung? Naja, das ist eine Überraschung. Stehst du auf Überraschungen? Bist du so eine, die auf Überraschungen steht? Ja. Okay, gut, dann sage ich es dir nicht. Ja, was hast du sonst so den Tag über gemacht, außer dass du jetzt gerade abgezogen wurdest? Ja, ich war arbeiten im Vanilla Unicorn und... Warte mal. Du warst arbeiten im Vanilla Unicorn. Ja, ich musste auch irgendwie Geld verdienen. Ist Vanilla Unicorn, du weißt schon, dass das der Stripclub ist, ne? Das ist. Ja. Du arbeitest im Stripclub. Ja, was ist daran so schlimm? Kimmy, ich weiß, du bist hier neu, aber und du, dass du Geld brauchst, aber du kannst doch nicht strippen, Mann. Wie soll das mit uns was werden, wenn du nebenbei strippst? Ich will doch nicht das andere. Ja, das ist doch nichts Schlimmes. Ich habe eine bessere Idee. Du könntest bei mir als Sekretärin arbeiten. Wird dir das besser gefallen oder macht dir das irgendwie Spaß, da als Stripperin zu arbeiten? Mir macht schon Spaß, als Stripperin zu arbeiten. Du bekommst dabei wenigstens gut Geld? Ja. Das glaube ich, dass du da ordentlich Geld bekommst. Okay, also da müssen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal drüber reden, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ey, arbeitest du einfach im Vanilla Unicorn, ey, ich glaube es ja nicht. So, egal, steig jetzt hier mal aus. Es geht jetzt hier weiter mit dem Helikopter zu unserem Date. Oh, das ist ein Helikopter? Ja, klar, ich habe auch Flugzeuge, ich habe alles hier. Mir gehört die halbe Stadt. Ah, okay. Wo steht jetzt hier gerade meine Yacht? Warum fliegen wir raus aufs Wasser? Was machen wir? Siehst du dieses Boot da vorne? Ja. Ja, das ist meine Yacht. Boah. Ja. Ich dachte mir, wir verbringen so einen romantischen Abend hier auf der Yacht und ich habe ja auch einen Whirlpool. Boah. Hast Bikini dabei? Ja. Okay, sehr gut. Immer drunter. Ansonsten Unterwäsche geht ja auch klar, ist ja kein Problem. So, genau. Ich würde sagen, wir gehen mal hinten zum Whirlpool, dann können wir ja mal noch ein bisschen reden. Ist schon spät geworden. Musst du eigentlich später nach Hause oder so? Oder wohnst du noch bei deinen Eltern? Oder wo, hast du eigenes Haus? Oder wo wohnst du überhaupt? Nee, ich habe gar nichts. Du hast gar nichts? Hä, und wo schläfst du dann sonst immer? Ja, meistens bin ich die Nacht wach, deswegen. Okay. Also, wenn du willst, kannst du ja dann auch hier bei mir auf der Yacht hier übernachten. Das ist sehr nett von dir. So. Oh, ey, stumpf mich nicht ins Wasser. What the fuck? Das sieht aus, als würdest du mich gerade ins Wasser reinstumpfen. Oh ja, immer Bikini dabei, hä? Ja. Also ich muss wirklich schon sagen, guten Körper hast du schon am Start, Kimmy. Dankeschön. Setzen wir uns hier mal hin.
du aber Kimi so, also ich finde dich ja echt korrekt, muss ich wirklich sagen. Aber das, die Sache mit dem Stripclub, die stört mich schon. Also der, weißt du, du kannst doch nicht im Stripclub für andere Männer tanzen, so, das geht doch nicht. Ich weiß, aber mein Chef will mehrere Millionen haben, damit ich da rauskomme. Deswegen. Hä? Ich muss deinem Chef Geld zahlen, dass er dich freilässt. Ja. Krass. Ja, also ich habe genügend Geld, das ist kein Problem. Ich kann dich da rauskaufen. Das wäre super nett. Dann musst du nicht mehr dafür andere Typen tanzen. Das geht ja gar nicht. Hast du nicht mal Bock so. Ich zeig dir mal die Yacht, komm mal hier mit raus. Zeig dir mal so das Schlafzimmer vielleicht hier. Nee, also ich find's schöner hier so. Hä? Ist ja erst unser erstes Date. Willst du nicht mal mit ins Schlafzimmer kommen? Nee. Okay. Ja, okay, gut, erstes Date, ja. Das ist ja so diese Regel mit dritten Dates, so, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich will dich da auch nicht unter Druck setzen. Alles gut, alles gut. Dann würde ich sagen, machen wir das am besten einfach so. Ich schlafe dann einfach auf der Couch oder fliege dann hier von der Yacht runter. Dann kannst du erstmal, wenn du willst, ein Auto habe ich dir schon gegeben, gebe ich dir auch noch ein Zuhause. Ja. Kannst du erstmal hier auf der Yacht jetzt schlafen, bis du irgendwas anderes gefunden hast. Super nett von dir. Und dann würde ich sagen, genau, dann. Okay. Willst du das heute noch machen oder sagst du jetzt heute lieber Date-mäßig? Ja, ich würde heute Date-mäßig sagen und dann so beim nächsten Mal. Dann klär ich das. Oh, okay, du hast nächstes Mal gesagt. Das freut mich ja schon mal. Dann gibt's noch ein nächstes Mal. Ja, gut, ey, sehr schön. Zum Lachen kann ich dich auch bringen. Das ist auch immer wichtig bei den Frauen. Gut, dann klär ich das nächste Mal mit deinem Chef, dass du da nicht mehr hingehen musst. Und dann machen wir uns jetzt heute noch einen schönen Abend. Ey, aber ich will dir trotzdem mal noch die Yacht zeigen, okay? Also keine Sorge, ich will dich nicht ins Schlafzimmer bringen. Aber die Yacht will ich dir trotzdem mal noch zeigen. Also Bikini kannst du ruhig anlassen, ne? Musst jetzt hier nicht umziehen. Aber okay, gut. So, schöner Ausblick hier übrigens, ne? Das gefällt dir. Ja, sehr schön. So, sehr gut. Also ja, dann gehen wir hier einfach mal hoch. Ich habe hier ein Helikopterlandeplatz. Ne, zwei Helikopterlandeplätze habe ich hier eigentlich. Ein Helikopter steht immer hier. Ich zeig dir einfach am besten mal hier die Bar. Ich habe hier nämlich auch extra so eine eigene Bar eingebaut. War die ja teuer? Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, damit mit dem Geld könnte ich dich von deinem Chef auch abkaufen. So. Kommst du auch hier rein? Hier hinten? So, Kimi, das ist jetzt hier meine Yacht. Boah. Oh ja, das gefällt dir, ja? Also hier gibt es auf jeden Fall genügend Schlafzimmer. Also wir können ja auch getrennt voneinander schlafen, wenn du das unbedingt willst. Ich kann dir, ja, das wäre mir lieber so beim ersten Date. Okay. Ich kann dir ja das Zimmer hier anbieten. Da ist auch ein Badezimmer drin. Und dann kannst du dich da gleich hinlegen. Und ich werde dann einfach wahrscheinlich hier hinten in dem Zimmer hier schlafen. Nee, warte, hier ist gar kein Schlafzimmer. Dann hier in dem Zimmer. Genau. Also du weißt ja, wenn irgendwie heute Nacht was ist oder so, dann weißt du ja, wo du mich antreffen kannst. So. Ja. Du kannst ja hier rüberkommen. Werde ich dann machen, wenn es was geben sollte. So, Kimi, ich hoffe, dir hat das Date heute gefallen. Du weißt ja, ich hab dir ja gerade das Schlafzimmer gezeigt. Und nächstes Mal kannst du ja auch dann einfach direkt den Bikini mal anlassen, ne? So, Leute, das war's. Das erste Date mit Kimi, so. Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen, oder? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es ist, lasst mir mal ein Like da. Schreibt mir weitere Ideen in die Kommentare. Findet ihr, wir sollten mit Kimi wirklich was Ernsteres starten? Sollten wir uns öfter mit ihr treffen? Ja, wir müssen erstmal, glaube ich, nächstes Mal das mit ihrem Boss klären, weil ich will auf jeden Fall nicht, dass meine Freundin in GTA 5 strippen muss. Das geht ja gar nicht, Leute. Deswegen, schreibt mir weitere Ideen in die Kommentare. Was können wir mit Kimi machen? Findet ihr sie immer noch gut? Lasst mir ein Like da. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex.